So, herzlich willkommen zurück zum zweiten Part von Resident Evil 7. Ich hatte gerade ein paar Probleme mit der Aufnahme. Ich hoffe, dass das alles morgen am PC funktioniert. Eigentlich wollte ich ja heute schon was hochladen. Das wird aber nicht klappen. Deswegen muss ich das morgen früh versuchen, anders zu machen und am PC zu bearbeiten. Jetzt aber viel Spaß und frohes Gruseln. So, in der letzten Folge, da kam ja noch der Telefonanruf von Zoe, wer auch immer das ist. Und die hat ja gesagt, ich soll auf den Dachboden. Da käme ich irgendwie raus. Also, schauen wir mal nach. Einmal manuell zwischenspeichern kann auch nicht schaden. Aber im Moment komme ich da irgendwie nicht hoch. Ich natürlich gerne wissen. Ah, okay. Also brauche ich auch dafür erstmal. Eine Sicherung. Tja, wo kriegen wir die jetzt her? Hier ist nix. Dann heißt es jetzt wohl erstmal suchen. Allerdings hier waren wir ja eben schon mal und hier hat nichts gelegen. Ja, also E-Mail-Führerschein, verfallenes Haus. Tja. Hier wird auch. Keine Sicherung sein, oder ist hier noch irgendwo ein Kasten? Raus geht's auch gar nicht mehr. Ah, okay. Gib mir eine Sicherung, gib mir eine Sicherung. Jawohl. Haha. Yes, 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 yes. Da freut man sich. Oh, wer geht denn da? Fuck. Alter.
Warum kann ich eigentlich diese Taschenlampe nicht ausmachen, ey? Es geht nicht. Man kann die Lampe nicht ausmachen. Oh Mann, wo bist du jetzt hingelatscht? Jetzt nix wie weg hier. Fuck! Oh. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Oh. Dass du nicht tun darfst! Das mag verdammt weh! Glaube ich es nicht. Schraub dran. Scheiße. Ich glaube das nicht, ey. Leute. Da rechnet doch keiner mit, ey. Eine Stunde im Spiel und linke Hand verloren, ey, das gibt's doch gar nicht. Boah, hoffentlich kann die Zoe die anlöten. Wäre sehr unrealistisch, aber. Oh Mann, es gibt's. Ich kann doch nicht jetzt das Spiel nur mit einer Hand durch die Gegend rennen, ey. Das Patronen, sehr gut. Okay, gut. Oh Mann. Ja, die Hand wird ja sicher noch angenäht, oder? Im Eilverfahren. Oh, ich habe mich eben übelst erschrocken, als sie da aus dem kleinen Raum gehüpft ist, echt. Boah. Meine Güte. In dem Moment habe ich da so überhaupt gar nicht mit gerechnet, ne? So, Zoe, wo bist du denn jetzt? Du hast gesagt, ich soll hier nach oben gehen, dann. Zeig dich doch mal. Pistolen. Kann ich nachladen? 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 Nee. Ja, hier ist jetzt sonst nichts, ne?
außer die Munition und ja, springen kann man auch nicht. Tja, mal zurück. Okay, dann war der Sinn der Sache, die Pistole zu holen. Und dann müssen wir wohl oder übel die Freundin killen. Obwohl, jetzt verdient. Miststück. Die Hand abgesägt. Gut, hier waren wir jetzt schon, also. Ich habe mich jetzt gewundert, dass jetzt da auf dem Dachboden nichts weiter vorgefallen ist. Eigentlich wollte Zoe doch da sein. Ich guck mal kurz auf die Karte. Also hier sind wir falsch, das... Das kann eigentlich nicht sein, dass wir... Ich denke, wir müssen einfach nochmal hoch. Irgendwas übersehen. Sorry. Ich sag schon mal sorry. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das tatsächlich stimmt, aber eigentlich kann ja nur. Man muss doch hier oben irgendwie weiter. Ah, da ist eine Leiter, die habe ich gar nicht gesehen. Wow! Fuck! Ja, du bist ja auch ziemlich zäh, Schwester. Oh, fuck.
La 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 la. Ich wollte dich gerne killen. Nein! Wieso stirbst du denn nicht? Ich bin verantwortlich. Ja, ja. Ja, du liebst mich. Fick dich. Gib mir die Säge. Oh Mann. Energie habe ich auch nicht mehr. No, meine Hand. Objekt zu untersuchen. Willkommen in der Familie. Schon. Stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Das, es ist gut. Nicht mal, wenn man die Mutter die Nase reinhält. Schon wieder. Geh mir aus dem Weg, Marguerite. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon. Verdammte Maul, Marguerite! Ich hab das für ihn gemacht! Raus hier! Du bist ein Mistkerl! Ich kann nicht glauben, Mistkerl! Er ist es nicht! Das soll ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Boah, nimm die Oma mit. Ich muss hier raus.
Okay. Waffen haben sie mir abgenommen. Mist. Also laufen wir erstmal wieder nackt durch die Gegend. Kurz untersuchen, wie lebt die überhaupt noch? Oh, das sieht nicht so aus. Hier fehlt Salz und Pfeffer. Oh Mann. Die guckt doch. Kraut. Sehr gut. Pflanze mit vielen wunderheilenden Nährstoffen stellt beim Verzehr eine kleine Menge Gesundheit wieder her. Besser als nix. Es gibt also die Pflänzchen wieder von dem... vom ersten Teil, die es im ersten Teil schon gab. Hierfür müssen wir dann erstmal wieder so ein Brecheisen oder Zange finden. Schuhe. Evelyn. Okay. Gehen wir erstmal nicht hin, gehen wir erstmal in den anderen Raum. Absuchen, bevor wir hier rausgehen. Nicht, dass wir irgendwas vergessen haben oder übersehen. Okay, Munition ist schon mal gut. Fehlt noch die Wumme. Okay, beim nächsten Mal lese ich es vor. Gut, hier ist dann wohl nichts mehr. Dann gehen wir mal weiter. Garage. Tja, was meint ihr? Er ist in der Garage runter.
gehen wir mal zuerst in die Garage. Da finden wir bestimmt was zum Aufbrechen hier. Und dann gehen wir weiter. Ich hoffe mal nicht, dass der jetzt in die Garage gegangen ist. Okay. Dann suchen wir mal ein Messer oder ähnliches, um dann das Klebeband zu entfernen und dann da hoffentlich was zu finden, um die Schublade zu öffnen. So, hier waren wir ja schon. So. Ups. Kannst ruhig wieder gehen. Ach, dachtest du, du könntest dich vor dem Essen davon schrecken. Also ohne Waffe ist das jetzt so recht ungünstig. Ich versuch's aber wenigstens. Ethan! 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 Ja! Komm. Geh wieder weg. Am besten in die Garage. Nee. Ich kann nicht schneller rennen, fuck. Du bist jetzt Teil der Familie. Du bist nichts, nur ein Mann ohne eine Familie. Okay. Dann versuchen wir es nochmal. Aber ich glaube, wir müssten schon in diese Richtung gehen, wo der da rumgelaufen ist, weil hier haben wir ja alles abgesucht und hier war ja nichts mehr. Oh, die räkelt sich noch. Ah. So, muss ich jetzt nochmal gucken hier, ne? Ja. So. Aber hier war ja nichts. Hier kann man uns ja schenken. So wie es aussieht, müssen wir den anlocken und dann.
Tja, was dann? Kann sich hier verstecken? Nee. Und gibt's da auch nix? Na gut. Dann versuche ich es beim nächsten Mal einfach hier in diesem Zimmer. Weil da ist er ja reingegangen. Also hier, da drüben. Oder vielleicht verschwindet er auch jetzt. Vielleicht taucht er gar nicht auf. Doch, taucht auf. Was macht er denn da? Er weiß selber nicht wohin, oder? Jetzt kommt er. Kann ich das Licht nicht ausmachen? Ich stelle mich mal hier hin. Dachtest du, du könntest dich vor dem Essen davon schlagen? Fuck! Verschwendest deine Zeit! Du kannst mich gar nicht sehen. Hast du denn schon Spaß? Geht so. Ich kann auch nicht mal schlagen, ich kann überhaupt nichts machen. Das musst du schon besser machen, Junge.
Farbe durchdringt mich an! Sie durchdringt mich! Wieso kannst du sie aufmachen? Was steht hier? Es ist vorbei, Junge! Ach, das ist doch scheiße, Mann! Ja, komm, mach fertig! Ich mach jetzt gar nichts mehr. Ich warte jetzt einfach mal. Das bringt ja nichts, weil... Humpelt einen durch die Gegend da, das ist ja alles totale... Das ist ja Quatsch hier. Nee, da müssen wir anders machen. Also irgendwie... Schlüssel war für die Kellertreppe, aber welche Kellertreppe? Ach, die Luke, natürlich. Sorry Leute, die Luke. Natürlich diese hier. Das meinen die mit Kellertreppe, ne? Ja. Oh Mann. Weg. Na komm. Ach, dachtest du, du könntest dich vor dem Essen davon schleichen? Kein Weg heraus, weißt du? Ich bin an dir dran! Oh, shit! Du verschwendest deine Zeit! Oh. Erste Hürde überwunden. Und
Das war wahrscheinlich nur der Anfang. Das war sicherlich nur der Anfang. Im Endeffekt finde ich es doch schade, dass die Freundin schon so früh verreckt ist. Antike Münze. Okay. Lass mal schauen, wozu die noch gut ist später. Sehr gut. Gleich mal speichern. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier mal direkt, nutzen wir die Gelegenheit und machen hier wieder einen Cut bei dem Speichergerät. Und ja, ich versuche das spätestens morgen früh den ersten Teil hochzuladen und dann jeden Tag mindestens einen Teil. Muss morgen selber nochmal rausfinden, wie das funktioniert. Mit dem USB-Stick am PC. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber irgendwie wird es schon klappen. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war für euch auch so spannend, zumindest teilweise, wie für mich. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im dritten Part wiedersehen sollten. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das Let's Play gefallen hat. Ja, oder was ich noch besser machen könnte, was euch vielleicht nicht so gefallen hat. Ja, alles, jegliche Kommentare sind herzlich willkommen. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt und sage ciao, bis bald, tschüss.